Lächeln für einen guten Zweck. Die Grisa Rigozzi und ihre beste Freundin Manuela Berna haben es lustig zusammen beim Fotoshooting für die neue Sensibilisierungskampagne gegen Brustkrebs. Doch trotz dem Spass geht der ernste Hintergrund nicht vergessen. Die Message im Allgemeinen, dass die Frauen müssen nicht Angst haben, wie gesagt, dank der Prävention, Kontrolle und so, kann man in vielen Fällen, die Mehrheit der Fälle, alles heilen. Darum, die Frauen müssen nicht Angst haben. Es ist eine Privatsphäre schon, eine Intimsphäre, aber man muss kein Tabu mehr haben. Wir sind Frauen, wir sind emanzipiert und man muss klar über diese wichtige Thema sprechen und etwas machen, etwas konkret machen. Darum immer Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Das Engagement gegen Brustkrebs liegt der Christa am Herzen. Bei der Schweiz erkranken jedes Jahr mehr als 5'000 Frauen an dieser Krankheit. Und die Christa geht darum regelmässig zum Frauenarzt, weil die Früherkennung von Brustkrebs Leben retten kann. Einfach alle Frauen sollten einmal im Jahr beim Frauenarzt gehen und die Kontrolle machen, Untersuchungen, aber wirklich die Brust kontrollieren und nicht nur das schnell oder wie man macht. Weil das ist sehr wichtig. Wenn man weiß, kann man das heilen. In einer kurzen Pause vom Shooting haben die zwei Freundinnen Zeit für Privats. Sie haben eine ganz spezielle Freundschaft. Nur 4 Tage auseinander geboren haben sich ihre Mütter im Spital lernen kennen. Eine entscheidende Begegnung, weil seitdem sind Christa und Manuela ein Herz und eine Seele. Ich denke, in den Medien hat man schon fast alles über den Charakter von der Christa erfahren. Die Christa ist unglaublich lustig und wir haben immer extrem viel Spass zusammen. Und sie ist immer für einen da, hat einem gern und schaut auch immer, dass es der Familie gut geht. Die Christa lässt einem nie im Stich. Und sie lässt auch meinen, dass es ein paar gutes Tempo. Schön, ich weine jetzt. Die neue Kampagne ist ab sofort auf Trams, in Zeitungen und auf Plakaten in der ganzen Schweiz gesehen. Weitere Infos zum Thema Brustkrebs findet ihr unter www.pinkribbon.ch.